Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Jan-Markus Rosser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Doldner, Sie haben mir meine Rede komplett auf den Kopf gestellt mit Ihrem Beitrag. Das ist nicht so schlimm. Es war ein Musterbeispiel von Frustrationsbewältigung, denn es muss für die SPD und für die hiesige Fraktion ja sehr schmerzhaft sein, dass Sie mit Ihrer Verbotsstrategie, die Sie lange im Online-Glücksspiel verfolgt hat, auf völlig verlorenem Posten, völlig einsam zurückgeblieben ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber es hilft nicht. Und dass Sie das hier als Jubeltag verunglimpfen wollen, unseren Antrag, das macht die Sache nicht besser. Es gibt durchaus parlamentarische Gründe, warum dieser Antrag hier und heute debattiert werden muss. Und ich weiß, dass Sie es ungern haben, wenn wir heute in die Vergangenheit zurückgucken. Aber gucken wir in die Vergangenheit zurück und erinnern wir uns an den 22.09.2017. Den habe ich persönlich ja hier im Parlament noch gar nicht miterlebt, aber in Protokollen konnte ich ihn nachlesen. Und da hat dieser Landtag sehr deutlich beschlossen, die Bedingungen, die eine künftige Glücksspielregulierung haben muss. Und dieser Beschluss ist so eng gewesen, dass er nicht im Einklang, hundertprozentig im Einklang mit dem steht, was jetzt im Glücksspielstaatsvertrag geregelt werden wird. Und wenn wir unsere Landesregierung ermächtigen wollen, und das ist der Grund für diesen Antrag, ermächtigen wollen, diesen Glücksspielstaatsvertrag Anfang März auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz unterzeichnen zu können, dann müssen wir uns heute hier mit diesem Thema befassen und den Weg dafür freimachen, Herr Dr. Doldner. Und das haben Sie schlicht übersehen, das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf, aber dann müssen Sie sich jetzt die Kritik an Ihrem Beitrag anhören und gefallen lassen. Sie liegen schlicht daneben, Herr Dr. Doldner. Der Glücksspielstaatsvertrag wird Gegenstand dieses Parlaments werden, sobald er durch die Landesregierung unterzeichnet ist und nicht vorher. Das ist auch parlamentarische Tradition und Gepflogenheit, und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Dr. Doldner. Herr Rosser, Sie als Jurist, können Sie mir... Mein Gott, ja. Können wir doch sicherlich den Teil der Geschäftsordnung, den Teil der Verfassung zeigen, der dieses Parlament dazu verpflichtet oder die Regierung es nicht ermöglicht, einen Staatsvertrag zu unterzeichnen ohne Vorabzustimmung des Parlaments. Und sagen Sie mir bitte, bei wie vielen Staatsverträgen dieses Verfahren, was Sie heute wählen, was angeblich so normal ist, von allen den letzten... Ich weiß, dass euch das unangenehm ist. Ich stelle aber die Frage an Herrn Rosser. Warum seid ihr denn so unruhig? Ich will ja nur was lernen. Das Wort ich will ja hat nur der was Abgeordnete lernen. Herr Rosser belehrt ja so gerne, und da will ich ja etwas lernen von ihm. Ich möchte gerne lernen, bei wie vielen Staatsverträgen denn dieses Verfahren in der Geschichte von Schleswig-Holstein, was so normal ist, so durchgeführt worden ist. Das Verfahren, was Sie erwähnen, da hat sich das Parlament geweigert, die Zuführung des zweiten Geschäftsordnungsstaatsvertrages überhaupt anzunehmen und überhaupt zu beraten. Das ist also ein schlechtes Beispiel. Nein. Ich will nur ein Beispiel, Herr Rosser, dafür, dass es normal ist. Aber Sie haben, nein, Sie reden an der Sache vorbei, Herr Doldner. Das ist das Problem. Billiger Ausflug. Und nein, der entscheidende Punkt ist, dass wir einen Beschluss gefasst haben am 22.09.2017, wo wir ganz eindeutig festgelegt haben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen in der Glücksspielregulierung künftig. Und an diesen Beschluss ist im Ergebnis auch die Landesregierung gebunden, wenn sie sicherstellen möchte, dass dieser Landtag einem Staatsvertrag zustimmt, am Ende nach Parlamentsbefassung, wenn dieser Staatsvertrag im Widerspruch zu einem Landtagsbeschluss steht. Darum geht es. Es geht nicht darum, ob wir uns vorher mit einem Staatsvertrag befassen wollen oder nicht, sondern wir müssen von diesem Beschluss des Landtags wegkommen, damit Daniel Günther als Ministerpräsident des Landes am 5. März, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Staatsvertrag unterschreiben kann. Ansonsten stellt er sich mit seiner Unterschriftsleistung gegen einen Beschluss des Landtags. Darum geht es. Und dieser Landtagsbeschluss vom 22.09.2017, der wird hier mit der heutigen Debatte und der Abstimmung und einer Zustimmung
wird dieser Beschluss relativiert und da, wo er dem Glücksspielstaatsvertrag entgegenstehen würde, aus der Welt geschafft. Das ist alles. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine weitere Zwischenbemerkung? Also Herr Rosser, ich habe dann jetzt also gelernt, vielen Dank dafür. Also das Parlament macht einen Beschluss, um sicherzustellen, dass Ihre Regierung den auch tatsächlich ausführt, brauchen Sie einen weiteren Beschluss. Das ist interessant, danke für diese Lehrstunde, dann kann ich mich auf den nächsten Stilljahr durchaus vorbereiten. Und ich möchte übrigens sagen, dass wir auch damals als SPD-Fraktion auch diesen Weg, den Sie damals, weil er nämlich die Parlamentsberatung ausschaltet, denn auch der damalige Beschluss, der uns jetzt hier bindet, ist ohne Ausschussberatung gemacht worden, ohne Fachberatung. Und das machen Sie jetzt auch nochmal. Na, Sie werden ja vielleicht auch nochmal in der Opposition sitzen, Herr Kilian. Und dann werde ich Sie reden hören, wie Ihre Vorgänger in der letzten Wahlperiode geredet haben. Also, Herr Deubner, auch diese etwas hilflosen weiteren Deutungsversuche ändern an der Sachlage leider nicht. Ja, das habe ich auch gelernt. Danke. Und aus diesem Grunde geht es hier nicht da. Ich bin noch nicht fertig. Ich kann da noch ganz lange. Nee, Sie müssen nur die Sachlage mal zur Kenntnis nehmen. Ich meine, das fällt ja manchmal schwer, weil es so den eigenen politischen Überzeugungen zuwiderzulaufen scheint. Aber hier geht es wirklich nur darum, dass wir eine Beschlusslage in diesem Parlament hinbekommen müssen, die einer Unterschriftsleistung nicht entgegensteht. So einfach ist das. Und dafür brauchen wir wahrlich keine Ausschussbefassung mit diesem Thema bei der Frage, ob der Ministerpräsident einen Glücksspielstaatsvertrag unterschreiben darf oder nicht. Und um mehr geht es hier und heute nicht. Und das haben Sie missverstanden, das mag ich Ihnen zugutehalten. Allerdings war Ihr Auftritt mit derart viel Power hier vorgetragen, dass jetzt natürlich die Richtigstellung durch mich etwas schmerzhafter ist, als es vielleicht hätte sein müssen. Ich möchte mich den Danksagungen und Glückwünschen hier nicht nur anschließen, nicht noch einmal wiederholen. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie wir insbesondere im GAK, gemeinsamen Arbeitskreis Glücksspiel, gemeinsam mit dem Chef der Staatskanzlei und der Verstärkung durch den SSW mit Lars Harms, wirklich konstruktiv in den vergangenen Monaten zusammengearbeitet haben. Wir haben natürlich hier in Schleswig-Holstein auch aufgrund unserer praktischen Erfahrungen, die wir im Bereich des Online-Glücksspiels in den vergangenen Jahren haben sammeln können, ganz klare Vorstellungen gehabt. Und wir haben Ihnen ja auch in unseren Gesprächen immer wieder gesagt, was wir uns von Ihnen wünschen, also so eine Art Verhandlungsmandat mitgegeben. Das hat Ihnen das Leben sicherlich nicht leichter gemacht, Herr Schröter, ohne Frage. Sie mussten sich ja auch den Vorwurf anhören von Ihren Staatskanzleikollegen, wie man mir zugetragen hat. Also es ginge nicht alles nach der Nase der Schleswig-Holsteiner. Ja, aber doch sehr viel im Ergebnis können wir feststellen. Und das ist ein großer Erfolg, den Sie da in den Verhandlungen erreicht haben. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Es hat sich glücklicherweise weitgehend durchgesetzt. Wenn wir illegales Glücksspiel wirksam in Deutschland bekämpfen wollen, dann muss das legale Angebot eine attraktive Alternative zum Schwarzmarkt sein. Und das war eben eines der Hauptargumente gegen das generelle Verbot von Online-Glücksspiel. Hohe bürokratische Hürden gefährden dieses Ziel. Und deshalb haben wir auch noch nach dem letzten Verhandlungsstand natürlich darüber diskutiert, ob zum Beispiel eine flexiblere Limitregelung nicht sinnvoller wäre, um wirklich nachhaltig den Sumpf des Schwarzmarktes trockenzulegen. Aber man muss natürlich bei Staatsverträgen realistisch sein, und das sind wir auch. Hier sind 16 Bundesländer, die sich ja mehrheitlich starr für ein Verbot des Online-Glücksspiels ausgesprochen haben, unter einen Hut zu bringen gewesen. Das ist gelungen, und das sollte man auch nicht gefährden. Und wir können mit diesem Verhandlungsergebnis hier in Schleswig-Holstein durchaus gut leben. Ein schleswig-holsteinischer Sonderweg, wie wir in 2012 eingeschlagen haben, der steht nicht mehr zur Verfügung, wenn Online-Glücksspiel in Deutschland in allen anderen Bundesländern zugelassen wird. Wir würden so unattraktiv werden, dass Online-Glücksspiel dann in Schleswig-Holstein kaum noch stattfinden würde. Wir bitten Sie aber um zwei Dinge, nämlich erstens,
und das ist auch schon angesprochen worden, setzen Sie sich dafür ein, die Glücksspielbehörde nach Schleswig-Holstein zu bekommen. Wir haben hier das Know-how, was notwendig ist, und das spricht für unser Land und ist ein Standortvorteil, und wir würden uns sehr freuen, wenn das gelingen würde. Zweitens, kommen Sie bitte zum Schluss, Abgeordneter Rosa. Noch ein Satz. Zweitens, wir würden gerne eine Ergänzung der Regelung über die Verbundspielhallen haben, dass wir dort aufgenommen werden, damit wir einen größeren Gestaltungsspielraum haben. Heute wünsche ich für die Schlussverhandlungen viel Erfolg und viel Glück. Wir werden uns nach der Unterzeichnung dann in der Tat mit den parlamentarischen Gepflogenheiten entsprechend hier mit dem Glücksspielstaatsvertrag befassen, Herr Deubner. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank.